Servus Leute, was geht? Kevin von Check Notizen am Start aus der VfB-Zentrale. Nach dem 5-0 der letzten Woche sind wir nun wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt. Also das Spiel hat ziemlich stark die Stärken von unserem VfB aufgezeigt, aber auch ganz eindeutig die Schwächen aufgezeigt und warum wir die letzten Jahre immer um den Abstieg gespielt haben, obwohl wir das nicht müssten. Das ist alles so gut wiedergespiegelt in dem Spiel. Ich würde sagen, wir fangen erstmal wieder kurz an, analysieren das Spiel gemeinsam, gehen dann wieder auf die Benotung ein und gehen dann eben darauf ein, was hätte besser, was hätte schlechter sein können. Der Spielverlauf, der VfB kommt ungewohnt stark in das Spiel gegen Leipzig. Also wir haben 10 Partien bisher gegen Leipzig gespielt in der Bundesliga. Davon haben wir 8 verloren, 2 unentschieden. Da lief noch nie was gegen diese schnellen, quirligen Offensivmänner, haben wir immer Probleme gehabt und deshalb sind wir umso überraschter für mich, als ich es angeschaut habe, sehr stark einfach reingekommen. Guirassy hatte 1-2 Chancen schon nach super Vorarbeit, vor allem von Führig und einmal auch Schuss von Führig, wo er dann eigentlich noch einschieben muss, aber in Rückenlage gerät, noch ein bisschen überrascht erscheint, wo er den drüber zimmert. Das ist, da haben wir einfach gesehen, dass wir mitspielen können. Wir haben die erste Halbzeit einfach, Leipzig hatte Möglichkeiten, Stuttgart hatte Möglichkeiten. Das war, wenn man das angeschaut hätte als neutraler Beobachter, der nichts mit der Bundesliga zu tun hat, hätte man vielleicht in ein, zwei Situationen gesehen, dass so von der individuellen Klasse bei Leipzig mehr vorhanden ist, aber dass Stuttgart das als Team wunderbar kompensiert hat und einfach super Fußball, attraktiven Fußball, einen schnellen Ball, einen geil hinten raus kombiniert, verlagert auf die andere Seite, Überzahl spielt. Das hat einfach, man hat ein System erkannt, das funktioniert hat, das man sich ausgedacht hat für das Spiel, das einfach, das war einfach, die erste Halbzeit war einfach griffig. Auch Nübel hat in der ersten Halbzeit, gerade in der Nachspielzeit gegen Openda und auch davor schon mal gegen Paulsen und Longshot gegen Simmons, der hat gezeigt, was er eigentlich kann und welche Ruhe er ausstrahlen kann und das, warum wir ihn verpflichtet haben. Natürlich die Krone der ersten Halbzeit war natürlich der Fehlpass von David Raum, der darf natürlich nicht passieren, aber Atakan passt 1A auf, mit dem ersten Kontakt leitet er dann auf Guirassy weiter, der dann mit einem Haken Simakor vernascht und das Ding einschiebt mit seiner dritten Großchance, sage ich jetzt mal, und viele blastische Wurf, ich meine, der Ball geht ihm gegens Knie, das ist genau unter der Hand, mache ich den Hüter, das sieht scheiße aus, aber ist ultra schwierig zu halten, super gemacht vom VfB, wir gehen auf jeden Fall verdient in die Halbzeitpause mit der Führung und es war schon so, ich hatte immer noch Angst, aber ich dachte mir so, okay, wenn nicht heute, wann dann der Sieg gegen Leipzig? Es gab diese strittige Elfmetersituation, wo Guirassy in Orban reinfliegt, wo sonst gegen uns entschieden und letztes Jahr wäre es ganz, ganz klar ein Elfmeter gewesen für Leipzig. Und da dachte ich schon, okay, da haben wir mal Glück gehabt. Beginnt die zweite Halbzeit. Wir wieder, wie auch gegen Bochum, nicht aus der Halbzeit gekommen. Da ist einfach eine Bremse, da ist die Handbremse bis oben angezogen bei uns. Da kommen wir einfach gefühlt nicht raus. Und da hat Nübel eine Monsterparade nach dem Freistoß, wo Orban zum Kopfball kommt. Und auch da, wo sogar der Videoschiedsrichter sagt, schau dir das nochmal an, der Fuß war im Gesicht, auch wenn da schon geköpft war. Und wieder gibt es keinen Elfmeter für Leipzig. Ich dachte so, okay, krank. Wenn zum Beispiel Dr. Felix Brüch Schiri gewesen wäre, hätten wir schon noch zu 9 gespielt und es gäbe wahrscheinlich schon 3 Elfmeter für Leipzig. Eine einfach noch so dazu. Und die haben so, okay, jetzt müssen sie doch aufgewacht sein. Jetzt die Riesenchance, die Nübel vereitelt, den wieder fast Elfmeter. Jetzt müssen wir doch wach, jetzt müssen wir doch, jetzt gibt es keine Ausrede mehr, nein, sind nicht so gut aus der Halbzeit gekommen. Jetzt musst du da sein, jetzt musst du den Ernst der Situation erkennen und wir haben ihn nicht erkannt. Weil, wenn wir uns das Gegentor anschauen, Benjamin Henrichs läuft Ito an, der spielt zu Zagadou, der sprintet durch, Zagadou mit einem sehr schlechten Pass auf Nübel. Nübel hat die Variante, ich lasse den Ball durch, dann gibt es Ecke, weil er passt neben das Tor, ich stehe auch neben dem Tor. Ich schieße ins Seiten aus. Ich versuche Benjamin Henrichs mit einer Finte auszufinden. Oder ich versuche den Ball vorzuschießen, nehme aber in Kauf, dass der Ball ins eigene Tor fliegen könnte.
Er hat sich für die falsche Variante entschieden. Für die Finte hätte ich mich auch nicht unbedingt entschieden. Lass ihn ins Aus. Schieß ihn ins Seiten aus. Das sieht kacke aus, aber mein Gott, gib denen den Einwurf. Ein Eckball. Wenn da ein Tor passiert, natürlich wird da auch die Gespräche kommen mit, hätte er den Ball nicht vorschießen können. Aber so wie es passiert ist, ist einfach ein riesen Bock. Und da sind wir wieder beim Punkt. Wir haben uns einen Torwart geholt, aufgrund dessen, dass Müller und Bredlow, Müller war ja dann noch relativ schnell weg. Das heißt, es gab noch die Variante Bredlow oder Simon. Simon hieß ja, ist zu jung noch. Finde ich ein schwieriges Thema. Ich hätte ihn gerne ins Tor gestellt. Bredlow ist zu unsicher. Wir holen uns jemand, der uns mehr Punkte holt und nicht mehr Punkte vergeigt. Und wir sind am zweiten Spieltag und unser teurer, geliehener Torwart hat uns Punkte vergeigt. Weil mit dem Tor war dann endgültig Stecker gezogen, Strom aus, da war alle Lichter waren weg. Also danach ist jeder rumgelaufen und wusste gar nicht mehr, was er macht. Da war so richtig, du hast gemerkt, dieses, boah, wir haben jetzt 55 Minuten Gas gegeben, liegen 1-0 vorne und der scheißt so hart rein, gar keinen Bock mehr. So war gefühlt die mentale Situation der VfB-Spieler und dann ging es los. Direkt danach, 2 Minuten später, die Flanke, wo er fallen lässt, Nübel, Openda einschiebt. Da haben wir schon riesen Glück, dass es abseits ist. Und ich dachte mir, wenn nicht jetzt aufwachen, dann kann es sein, dass wir abgeschossen werden. So wie es dann leider auch kam. Denn dann hat zum, finde ich, allerersten Mal die richtige individuelle Klasse von Leipzig aufgeblitzt. Schnell nach vorne kombiniert. Simmons einfach nur ein Pass auf Olmo, der im 16er steht und halt mit einer Bewegung an Anton vorbeigeht. Kein Vorwurf an Anton, gar kein Vorwurf an Nübel. Der schießt ihn so trocken da in die Ecke. Da kommt kein Torwart der Welt, hält diesen Ball. Courtois Prime vielleicht, aber sonst, den hält kein Bundesliga-Keeper, auch kein Manuel Neuer. Da ist einfach das Problem, du darfst so eine spielstarke Mannschaft, das ist nicht Werder Bremen. Wenn der an Füllkrug angespielt wird, dann kannst du ihn halt noch stellen. Das ist RB Leipzig. Der Pass kommt, der darf dann nicht so frei stehen. Eggloff kommt nicht in Zweikampf, Anton kommt nicht in Zweikampf. Eine Bewegung, zack, Schuss, Tor. Und ab dann war es vorbei. Da ging es im Minutentakt auf unser Tor. Wir kamen gar nicht mehr rein. Dann kam der Seitenwechsel, wo Stenzel das Kopfball verliert gegen Raum. Ein Doppelpass, eine Flanke auf den Stürmer, der 1,70 Meter groß ist, der dann Kopfball vermacht, darf nicht passieren. Bodenlos schlecht verteidigt. Und ja, dann stand es 3-1. Es hieß Schadensbegrenzung. Es war jedem klar, dass da nach vorne nichts mehr passieren wird. Schaden wurde leider nur begrenzt, eingegrenzt. Denn Leipzig hat einfach weitergemacht. Ecke kurz ausgespielt auf Kampel. Der schießt und dann muss da abgefälscht. Übel kein Vorwurf. Ja, ändert die Richtung, geht ins Eck. Ja, kannst nichts machen. So ein Tor frisst du dann halt, wenn du den Gegner 40 Minuten lang am Stück an deinem 16er rumspielen lässt und dann fliegt halt so ein abgefälschter Ball mal rein. Das ist eben das Glück des Tüchtigen, sage ich da dazu. Wenn du das Glück 10-mal herausforderst und da schießt, einmal wird halt abgefälscht und fliegt in die andere Ecke. Oder du triffst einmal den Sonntagsschuss und so ist dann halt passiert. 4-1. Dann kam der Stecker auf Simmons, der durchläuft. Nübel erst gut hält, dann Sagadou und Nübel einfach wieder, war einfach wie Strom aus, da war gar nichts mehr da. Der darf aufstehen, obwohl er am Boden lag, legt den Ball an Sagadou vorbei, der F-Jugendmäßig da verteidigt hat. Schießt, Nübel war einfach noch gar nicht da, der war gar nicht bereit für den Schuss, der war wie noch, ich brauche noch mal 2 Sekunden und dann bin ich da. 2 Sekunden hast du halt nicht. 5-1. Es hätte noch 6-1 ausgehen können. Šeško, da hat wieder den Nübel super gehalten. Von uns kam in der zweiten Halbzeit original Nadas Nientos. Und das war das Spiel. Sehr traurig, sehr tatsachenbedingt wieder auf den Boden geholt. Kommen wir zu den Spieldaten. Ja, auch hier sieht man im Vergleich zu letztem Mal, Leipzig hatte viel mehr Schüsse. Leipzig ist 4 Kilometer mehr gelaufen als wir. Gespielte Pässe hatte Leipzig gar nicht mal arg viel mehr. 70, das ist völlig in Ordnung. Passquote mit 86% ist in Ordnung. Flanken waren in Ordnung. Dribbling gut, dass da Leipzig mehr haben wird mit dem Spielermaterial, den die da vorne haben, war ganz klar, ist völlig in Ordnung. Ballbesitz relativ ausgeglichen, Zweikämpfe ausgeglichen, Zweikampfquote eher für uns.
Ecken ausgeglichen. Ich sag mal, alles, was hier unten ist, sieht man eigentlich, dass wir gerade in der ersten Halbzeit, da haben wir uns so Bonis gemacht, da haben wir so gut gespielt. Und in der zweiten Halbzeit ist dann einfach Schlag auf Schlag, da hat alles funktioniert. Deshalb ist es hier unten gar nicht mal so unterschiedlich. Hier oben ist eher der Unterschied. Ich sag mal, in den ersten drei Sachen natürlich Tore, ich sag mal dann Torschüsse, mehr als doppelt so viel und 4 Kilometer mehr laufen. Ich verstehe, also warum sind... Letztes Spiel habe ich es noch gelobt, da sind wir mehr gelaufen, jetzt sind wir wieder 4 Kilometer weniger gelaufen. Das ist in meinen Augen ein Manko. Laufen, Sprints, da muss einfach mehr kommen. Kommen wir zur Benotung der Spieler. Ein Fazit für Nübel ist, finde ich, extrem schwer. Er hat in der ersten Halbzeit gegen Openda, gegen Paulsen, gegen Simmons, er hat so super gehalten. Er hat gegen Šeško gehalten, er hat gegen Orban in der zweiten Halbzeit gehalten. Er hat so viele Paraden gehabt, wo wir einfach bei Bredlo zum Beispiel letztes Jahr einfach nicht gesehen haben. Wo ich mir sicher bin, dass ein, zwei Bälle auch reingeflogen wären. Aber man muss halt auch sagen, meiner Meinung nach haben wir das Spiel auch wieder wegen Nübel verloren. Das ist mit dem 1-0, mit dem nicht gegebenen 2-1, wo aber dann in den Köpfen hängt mit, boah, ich kann dem halt gar nicht vertrauen, weil jetzt lässt er alles durchflutschen. Ich würde Nübel für die erste Halbzeit eine 1 geben und für die zweite Halbzeit eine 6. Wenn wir das addieren, durch zwei teilen, sind wir bei einer 3,5, ist aber zu gut für die Leistung. Ich würde ihm tatsächlich eine 4 bis 5 geben, weil er hat so gute Paraden gehabt, aber man kann einfach nicht davon absehen, dass wir das Spiel mehr oder minder auch wegen ihm verloren haben. Kommen wir zu Hiroki Ito. Das ist jetzt alles extrem schwierig hier, was es betrifft, Noten zu geben, aber ja, erste Halbzeit super, zweite Halbzeit auch dafür ein Arsch. Ich würde ihm aber eine 4 geben. Er sieht bei dem Kopfballtor nicht gut aus. Er sieht bei ein, zwei Situationen nicht gut aus. Aber er war nicht derjenige, der schuld daran ist, dass wir die Spiel verloren haben. Zagadou wieder hin, am ersten Tor nicht unbeteiligt, gegen Simmons schlecht ausgesehen. Da ist es einfach eine 5. 5 plus. Mit viel Wohlwollen eine 5 plus. Waldemar Anton, unser Kapitän, seitdem Endo weg ist. Ich wünsche mir mehr Kapitänsarbeit von Waldemar Anton. Also jetzt mal gar nicht auf das Spiel bezogen, sondern nach dem Bochum-Spiel, da gab es dann den Kreis und da war jeder happy und dies und das. Es hat mir aber in dem Spiel einfach gefehlt, jemand, der ein bisschen vorne dran geht, ein bisschen mal ein, zwei Spiele auch zusammenschnauzt mit, hey Jungs, ihr könnt doch nicht jetzt zum 10. Mal diesen Simmons hier durchs Mittelfeld laufen lassen. Da muss halt einfach einer mal eine gelbe mitnehmen. Wechsel mal weg. Geht auf. Da muss einfach mal was kommen. Und da finde ich, muss natürlich von jedem Spieler einzeln kommen, aber vom Kapitän noch viel mehr. Ich meine damit nicht, dass Anton an die Mittelfeldlinie laufen soll, den Simmons umgerichtet und dann mit einer gelb vorbelastet die letzten 40 Minuten spielen. Das meine ich nicht. Aber da muss eine Ansage kommen. Jungs, jetzt haut alles rein. Lasst mal einen Fuß stehen, auch mal drüber halten, auch mal eine gelbe mitnehmen, auch mal ziehen, ein bisschen eklig sein. Da hat mir einfach, wer hat sich auch ergeben wie der Rest der Mannschaft und er darf es als Kapitän in meinen Augen einfach noch viel weniger. Er ist aber nicht so stark beteiligt an den ganzen Situationen wie andere, daher würde ich ihm eine 4 geben. Ich hätte ihm eine 3 geben für das rein Spielerische, was er gemacht hat, aber eben die Kapitänsarbeit finde ich schlecht ausgefüllt diesen Spieltag, daher eine 4. Pascal Stenzel. Schwierig. Sehr schwierig. Ich sehe sehr viel in Stenzel, weil er kommt aus der ganz klaren Rolle, ich bin kein Stammspieler und ich werde jetzt aber ewig lang Stamm spielen, bis eben Wagnermann wieder fit, einsatzbereit und auf dem Stand ist. Und er hat ja auch eine ganz andere Rolle begleitet, mal gesehen, er war im Sturm, auf dem rechten Flügel, im ZM, er war überall außer auf der RV-Position, da mache ich ihm aber keinen Vorwurf, weil es muss eine vorgegebene Taktik gewesen sein, sonst rennst du da nicht rum, wo er rumgerannt ist. Er hat aus dem, was er kann, der spielt super Pässe, der hat ein Spielverständnis, aber ihm fehlt es halt einfach am Körperlichen. Das hast du beim 3-1 gemerkt, das Kopfballduell verloren, da rückt er raus und wenn du da rausrückst, musst du den Ball haben. Das sind halt Dinge, Kopfballspiel schlecht, Sprinten schlecht, defensiv Zweikämpfe schlecht, aber alles, was halt mit dem Ball oder nach vorne orientiert ist, ist so
vielversprechend. Ich würde ihm tatsächlich eine 3 bis 4 geben, weil er aus seinen Möglichkeiten viel rausgeholt, auch wenn sehr viel über links über Raum ging. Man hat, es kann nur eine Anweisung gewesen sein, dass Stenzel eben diese offensive Rolle mit begleitet, weil er offensiv auch mehr Qualität hat als Ito. Und das hat ja auch in der ersten Halbzeit wunderbar funktioniert. Wir geben ihm eine 3 bis 4. Atakan Karazor. Ja. Tor vorbereitet. Ein, zwei sehr wichtige Grätschen gehabt. An sich ein solides Spiel. Aber Karazor sehe ich nach Anton am meisten in der Verantwortung, diese Führerrolle zu übernehmen und anzustacheln, Leute zurechtzuweisen. Das hat mir auch da, die beiden sind die Spieler, von denen ich das erwarte. Und da, das hat mir auch da gefehlt. Er hat aber noch ein relativ solides Spiel gemacht. Ich will ihm tatsächlich eine 3 geben, auch wenn er in der zweiten Halbzeit auch echt unsichtbar war. Aber du kannst halt alleine auch nicht 3 Leute verteidigen. Da hat dann einfach ein Endo gefehlt neben ihm, der halt auch den Raum deckt und das spielerische Verständnis mit sich bringt, eben vor der Abwehr zu spielen. Kommen wir zu Lilian Egloff, der Mio aka Endo-Ersatz. Was sagen wir über Egloff? Gegen Leipzig dann in der Startelf zu stehen, ist sehr schwierig, weil es sehr spielintelligente Spieler sind. Man hat gesehen, oftmals ein Pass, der super gedacht ist, aber halt einfach so offensichtlich ist, dass man den ablaufen kann. Da waren einige Fehlpässe mit drin bei Egloff. Er hat aber läuferisch eine super Leistung gemacht. Er hat alles gegeben. Er war in jeder Diskussion, die es gab, war er beteiligt, stand da beim Schiri, ein-, zweimal hier rumgeschuckt, auch mal eine gelbe mitgenommen. Ich finde, die 5, die hier zum Beispiel vom Kicker gegeben wird, finde ich sehr übertrieben, weil man da auch immer noch ein bisschen nachsehen muss, dass Egloff, auch wenn er jetzt 21 ist, immer noch, sage ich mal, so ein bisschen, auch wenn er den nicht mehr haben sollte, den Welpenschutz, aber er hat ihn einfach gefühlt noch. Und da reingeschmissen werden gegen Leipzig, dafür hat das in meinen Augen bis zum 2-1 auch solide gemacht. Ich bin mit 3 bis 4 geben, auch mit einer 3 vorn dran, eben weil er auch noch nicht so viel Spielzeit und Erfahrung wie andere hat. Silas! Silas war in meinen Augen mit der schwächste Spieler auf dem Feld, weil über seine Seite kaum was ausging. Defensiv auch nicht wirklich. Da war einfach dieses Spiel, da hat einfach nichts gepasst. Das war nicht sein Gegner. Daher auch früh runtergenommen. Ich würde ihm tatsächlich 5 Minus geben. Da habe ich nicht diesen Spieltag nichts gesehen, was mich in irgendeiner Form positiv überzeugt hat. Der nächste Spieler ist Jong. Bleibt dabei. Ich halte nichts von dem Transfer. Ich halte nichts von dem Spieler aktuell. Bringt nichts mit ins Spiel. Einzige, was ich positiv anmerken muss, sind seine Defensivleute, dass er ab und zu mal giftig im Zweikampf ist, einen Sprint nach hinten anzieht. Da merkt man halt, er kommt von Freiburg, wo sowas vorausgesetzt wird, dass, wo man ganz schnell ausgewechselt wird, wenn man es nicht macht. Das sieht man ihm an. Das hat er mehr als ein Silas oder ein Führich, eben diese defensive Awareness zu erkennen. Ich muss jetzt diesen 30-Meter-Sprint anziehen, auch wenn ich den Ball nicht erobere oder irgendwas, aber einfach nur in dem Raum zu sein oder den Spieler mit doppeln zu können, um eben eine noch schlimmere Situation verhindern zu können. Aber nach vorne ist es halt einfach nichts. Und daher kriegt der Mann von mir eine 4-. Und eben wegen der defensiven Awareness hat er bei mir noch ein bisschen Boni gesammelt. Chris Führich, in meinen Augen, offensiv der Stärkste. Mega Pass auf Gerassi, den er, oder Flanke, die er nicht verwertet. Der Schuss, wo Gerassi danach nicht trifft. Viel Wirbel ausgegangen von Führich, viel mehr als von Silas. Ich will ihm tatsächlich, geben wir Chris Führich die beste Note, kriegt er eine 3. Wir geben Chris Führich eine 3, weil er einfach oftmals viel auf sich gezogen hat und dadurch Platz für andere geschaffen hat. Ja, werden wir nicht allzu oft aus meinem Mund hören, dass ich sage, dass Chris Führich der beste Spieler war, aber er war es auf jeden Fall. Gerassi muss für mich in der ersten Halbzeit mehr als ein Tor schießen. Auch wenn er sein Tor super macht, der Kopfball, der Abpraller, 2 von den 3 Dingern müssen einfach drin sein in meinen Augen. Und wenn du mit 2-0 in die Halbzeit gehst, sieht es auch nochmal anders aus wie 1-0. Gerassi kriegt eine 4, weil er dann hat letztendlich trotzdem seine Bude gemacht. Der ist Stürmer, aber da hätte mehr kommen können in meinen Augen. Bei den Wechseln Mittelstädt und Leveling kamen in der 90. Na, sage ich nichts dazu, was
war nochmal auf dem Feld, so hier. Ihr habt nochmal gespielt, aber da kann ich nichts dazu sagen. Massimo und Haraguchi kann ich auch super zusammenfassen. Das Haraguchi war mal ein Spieler mit super Veranlagungen. Massimo soll es angeblich mal gewesen sein. Ich sehe bei beiden keine Bundesliga-Tauglichkeit mehr. Oder Massimo hatte sie noch nie, Haraguchi hatte sie, hat sie jetzt aber nicht mehr. Für mich sind das Kandidaten, die ich aus dem Kader streichen würde und Ersatz, wenn es aus der zweiten Mannschaft oder günstige Laie oder irgendwas, aber wenn die eingewechselt werden, da geht einfach keine Gefahr aus, da geht kein gutes Stellungsspiel aus, kein Zweikampfverhalten, da ist einfach nichts da. Da war auch mehr oder minder dann die Aufgabe mit dem Doppelwechsel. Der Wechsel Sosa für Silas, dass Silas runtergeht und wir versuchen mit einer Fünferkette, verstehe ich, ergibt Sinn, hat aber einfach nicht funktioniert. Hat den taktischen Kniffe, die Hoeneß in der zweiten Halbzeit probiert hat, ob Fünferkette, ob dies, ob das, höher anlaufen, tiefer anlaufen, ist alles schief gegangen. Auch da stellt sich mir die Frage, es muss doch immer einen Exitplan geben. Man weiß, wie Leipzig spielt, man weiß, was passieren kann, wenn die aufdrehen, und dazu brauche ich doch Exitplan. Und der Exitplan kann nicht sein, ja, haben wir Fünferkette und dann passiert da nichts. Dann war aber niemand mehr vor der Abwehr. Dadurch kamen da die Räume, und das sind eben die gefährlichen Räume, wenn man die denen gibt, die dann halt einen Pass wie beim 2-1 spielen, weil sie eben unbedrängt sind und den Ball dann da reinhauen. Es ist taktisch, hat es nicht funktioniert. Sosa an sich hat auch noch scheiße gespielt, muss man einfach so sagen. Sosa kriegt eine 5 Minus von mir, da kam gar nichts. Der ist mit seinem Kopf schon in Sevilla gefühlt. Kann ihm keiner verübeln. Hat jetzt hier, glaube ich, 5 Jahre lang gespielt, gefühlt jedes Jahr. Hat er gesagt, dass er wechseln will. Jetzt wird es wohl soweit sein. Ja. Was sind denn die Learnings vom Spieltag? Die Learnings sind, wir müssen uns in meinen Augen auf mehrere Eventualitäten vorbereiten. Wir sind super ins Spiel gegangen. Das hat alles funktioniert in der ersten Halbzeit. Und Leipzig hat dann aber was verändert und wir sind darauf nicht klargekommen und wir hatten keinen Exitplan. Und es muss einen Exitplan geben, weil das 5-0 war nicht nur, weil es 5-0 ist geil, sondern das war wichtig fürs Torverhältnis. Und das haben wir uns jetzt alles wieder zersägt. Wenn wir 2-1 oder 3-1 gegen Leipzig verlieren, ja mein Gott, es ist immer noch Leipzig. Da wird keiner sagen, boah, das hätten wir aber gewinnen müssen. Aber 5-1 ist halt wieder minus 4 im Torverhältnis. Das ist halt wieder scheiße, das ist wieder schlecht. Diese Ausschläge nach oben und unten, diese nach unten, die müssen wir einfach dämpfen. Weil wenn du hier mit 3-1 vom Feld gehst, ja gut, dann gehst du mit 3-1 vom Feld, hast aber immer noch ein Torverhältnis von plus 3. Und so hast du jetzt halt plus 1, wo halt nichts ist. Ich hoffe jetzt einfach, dass Angelo Stiller der Mann auf unsere 8 wird, Mio auf die 10, Jong raus, Eckloff hinten. Fand ich nicht schlecht, aber ich erwarte von Stiller schon noch mal ein bisschen mehr. Und dann muss ich gegen Freiburg auf jeden Fall einiges ändern, weil Christian Streich ist ein Trainer, den wir ganz schwierig bespielen jedes Jahr. Ich bin sehr gespannt. Wir werden uns auch dort wieder zusammensetzen und über das Spiel reden. Wenn es von eurer Seite aus eine Impression gibt, haut sie gerne in die Kommentare, schreibt uns auf Insta. Ich bin raus. Peace zu dem Autowitsch. 1-5, gebrochener Kelvin.